Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verspreche, ich mache es kurz, damit dieser Irrtum nicht weiter auffällt. Lassen Sie mich angesichts der vorgerückten Stunde dieser Debatte vielleicht einen anderen Ansatz wählen und lassen Sie mich auch ein bisschen, bevor ich dazu komme, die nächsten 5 Jahre sozusagen zu analysieren und was da die wichtigen Schwerpunkte sind, auch ein bisschen Revue passieren. Es war Ende März, Anfang April hier in diesem Saal, als eine Koalition, die zumindest von linksliberalen Medien zu Beginn durchaus freundlich begrüßt, in ihren Streitereien ihren für damalige Zeiten absoluten Höhepunkt erreicht hat, indem nämlich ein Mandatar, der Kollege Akelic von, ich glaube, dritten Reihe hier, zu den Sozialdemokraten gewechselt hat. Das war aber nicht der einzige Streitpunkt, das Wahlrecht. Es gab eine Vielzahl von Themen, wo sich diese Koalition nicht einigen konnte. Und es war dieser Anfang April, der in seiner Skurrilität der Streitkultur dahingehend gegipfelt hat, dass die Vizebürgermeisterin gemeint hat, die Koalition ist beendet, aber die Regierungsarbeit geht weiter. Ich habe gedacht und ich habe wirklich vermutet, dass man die Lehren daraus gezogen hat, auch auf Seiten von Rot und Grün. Ich habe das vermutet, als beispielsweise am Wahlsonntag am Abend Bürgermeister Häupl gemeint hat, ich werte das Ergebnis nicht als Auftrag, so weiterzumachen wie bisher. Was heute zur Diskussion steht, ist aber more of the same. Und auch wenn der Herr Bürgermeister in seiner wirklich leidenschaftlichen Regierungserklärung von spektakulären Neuerungen spricht, meine Damen und Herren, es wurde heute schon mehrfach darauf verwiesen, ja, das Regierungsabkommen ist umfangreicher geworden. In Oberösterreich haben es 50 Seiten, wahrscheinlich können die Leute dort miteinander noch reden. In Wien hat es jetzt 138 Seiten, aber weil der Herr Kollege Ellenson so stolz drauf war, 138 Seiten, die 10 Gebote enthalten 279 Worte. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Worte, nur das rot-grüne Regierungsübereinkommen Häupl-Wasilako II hat 138 Seiten. Ob es daher so viel besser ist, bleibt trotzdem zu bezweifeln. Was viel wichtiger ist als der Umfang, meine Damen und Herren, ist ja die Frage, in welche Richtung wollen wir diese Stadt in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Und im Wahlkampf gab es ja, gerade von Seiten der Sozialdemokratie, wenn man sich die Plakate angesehen hat, Einsicht dahin, dass gerade der Wirtschaftsstandort besondere Aufmerksamkeit bedarf. Und auch in seiner heutigen Regierungserklärung hat der Herr Bürgermeister durchaus einige Worte zum Wirtschaftsstandort gefunden. Nur, was steht in diesen 138 Seiten drinnen? Kümmert man sich wirklich um die Wirtschaft statt um Schulden machen? Geht es wirklich um Freiheit statt um Bürger, die anderer Meinung sind, zu segieren? Geht es um Leistungsanreize oder doch wieder um die übliche Umverteilungsfolklore? Geht es vielleicht gar um Transparenz, beispielsweise im ausgelagerten Bereich? Oder, für die Grünen natürlich völlig unüblich, aber adapt, auch ihr seid dort angekommen, geht es schlussendlich nur noch um Postenschacher. Schauen wir uns das Thema Wirtschaft einmal doch genauer an. Was steht da drinnen in diesen 138 Seiten? Da gibt es einen sehr interessanten Passus. Ich zitiere wörtlich. Neben den 4,5 Milliarden Euro Investitionen, die wir bereits im Budget haben, haben wir im Bereich Schule, Kindergarten und Spitäler einen zusätzlichen Investitionsbedarf von etwa 1 Milliarde pro Jahr. Wir wollen, dass man uns erlaubt, dass man derartig nachhaltige Projekte fremdfinanziert. Zweimal Kutzpe, kann ich nur sagen. Erstens einmal bei einem Jahresbudget von 12 Milliarden, wie wir es in dieser Stadt haben, alle Ausgaben der Stadt, 4,5 Milliarden, als Wirtschaftsförderung, als Investitionen darzustellen. Ich nehme an, die 3 Millionen, die wir an Werbemittel für die Marie-Höfer-Straßen ausgeblasen haben, waren Wirtschaftsförderung für die Kreativindustrie. So wird es wohl dargestellt werden.
Und die zweite Kutzpe, meine Damen und Herren, zu sagen, es muss alles fremdfinanziert werden. Wenn wir es nicht schaffen, diesen Haushalt ordentlich zu bestellen, haben wir, glaube ich, als Stadt keine Berechtigung, hier den Menschen von einem epochalen, von einem spektakulären neuen Regierungsprogramm etwas zu erzählen. More of the same, auch in diesem Bereich. Schulden machen auf Kosten zukünftiger Generationen. Mein Vorredner hat es durchaus in vielen Bereichen richtig angesprochen. Oder andere Beispiele im Bereich Wirtschaftspolitik. Da soll es einen Arbeitskreis geben. Wer nicht weiter weiß, der gründet einen Arbeitskreis bekanntlich. Einen Arbeitskreis, der prüfen soll, inwieweit wir Vergaberecht besonders benachteiligte Personengruppen besonders unterstützt werden können. Klingt einmal toll. Aber wenn man näher darüber nachdenkt und wenn man vor allem die Politik der Grünen in diesem Haus kennt, was heißt das? Markt raus, Sozialromantik rein. Und das, meine Damen und Herren, im achten Jahr einer Weltwirtschaftskrise. Das können wir uns einfach nicht leisten. Mehrfach ist von Arbeitszeitverkürzung zu sprechen. Auch hier finden sich die beiden linken Parteien. So hat ja erst die SPÖ bei einem Parteitag die 30-Stunden-Woche bei einem Antrag sogar angenommen. Sie vergessen, meine Damen und Herren, von Grün und Rot, dass mittlerweile 150.000 Wienerinnen und Wiener durch ihre Wirtschaftspolitik ihre Arbeitszeit bereits auf 0 Stunden in der Woche verkürzt bekommen haben. Ein anderes Beispiel, und dem könnte ich ja durchaus beipflichten, da gibt es sogar eine Überschrift im Wirtschaftskapitel: Betrug ist kein Kavaliersdelikt. Na, selbstverständlich nicht. Schon eigenartig aber, dass man hier nur von Steuer- und Abgabenbetrug liest, Sozialbetrug für Rot-Grün in dieser Stadt aber ganz offensichtlich gar nicht vorkommt. Obwohl Wien die Stadt ist, die 60% aller österreichischen Mindestsicherungsbezieher beherbergt. Und es wäre ja nicht Rot-Grün, gäbe es nicht eine Vielzahl von Belastungen. Ist es wirklich das einzige Mittel, das Rot-Grün zur Belebung der Wiener Geschäftsstraßen einfällt, eine Leerstandsabgabe da reinzuschreiben? Sonst kein Wort. Die Leerstandsabgabe, die steht natürlich drinnen. Oder, auch sehr charmant, Rot-Grün setzt sich für eine massive Reform der Grundsteuer hin zum tatsächlichen Verkehrswert ein. Okay, reden wir drüber. Der soziale Wohnbau muss aber begünstigt werden. Na, das ist sozial, meine Damen und Herren. Der kleine Häuselbauer soll brennen, aber Wiener Wohnen wird ausgenommen. Gratuliere. Mindestlohn von 1600 Euro, schon angesprochen. Auch das ist Wirtschaftspolitik à la Rot-Grün. Meine Damen und Herren, wenn Armutsbekämpfung so einfach wäre, Herr Margolis, Sie kommen mir vor wie der Bruder im Geiste Gregor Gysi in Deutschland, der mal plakatiert hat, Reichtum für alle. Nur so einfach ist es nicht. Der muss auch erwirtschaftet werden. Glauben Sie mir das. Interessant war bei der Wirtschaftspolitik aber am letzten Sonntag ein Interview mit dem Herrn Bürgermeister im Kurier, wo Bürgermeister Häupl durchaus interessante Worte gesagt hat. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass ein Kleinunternehmer, wenn er beispielsweise einen Obst- oder einen Würstelstand eröffnen will, tausende Bewilligungen braucht. Da sind wir in dieser Stadt eindeutig überreguliert. Ja, Herr Bürgermeister, da haben Sie absolut recht. Schade nur, dass sich zu dem ganz wesentlichen Bereich auf den 138 Seiten kein einziger Buchstaben findet. Das ist die Wirtschaftspolitik von Rot-Grün, meine Damen und Herren. Das ist die soziale Gerechtigkeit. Die Zielrichtung ist jedenfalls klar. More of the same. Anderes Beispiel, das mir auch besonders wichtig ist, die Bildung. Auch hier habe ich mir die Freude gemacht, diese 138 Seiten zu durchforsten. Und auch hier gibt es durchaus Interessantes zu vermelden. Da steht doch allen Ernstes: In den Schulen sollen in allen Fächern die Leistungen von Frauen ebenso gelehrt werden
wie die von Männern. Na, wer hat euch denn bis dato das verboten? Ich meine, wir wissen von Schreiben der MA10, dass in den Kindergärten nicht mehr religiöse Feste gelehrt werden dürfen. Aber dass man immer über Frauen und deren Leistungen sprechen darf, das ist mir neu. Umso absurder, dass man das in ein Koalitionsüberabkommen schreiben soll. Und das Wehklagen, dass es jetzt keine gesamte Modellregion Wien für die gemeinsame Schule geben kann. Ich sage Ihnen, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben die Verhandler der Österreichischen Volkspartei hier auf Bundesebene die Wahlfreiheit für Kinder und Eltern mit Klauen und mit Zähnen verteidigt. Gut so, dass die Menschen in dieser Stadt nicht endgültig nur bevormundet werden, sondern zumindest in der Bildungspolitik hier noch eine Wahlfreiheit vorfinden. Dahingehend möchte ich gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen, mit der Kollegin Elisabeth Olischer einen Antrag einbringen. Nein, falsch, das ist der falsche Antrag, der hier stimmt. Gemeinsam mit den Kollegen Olischer, Schwarz und Kugler betreffend Wahlfreiheit der Eltern und Schüler bei der Bildung. Der Wiener Gemeinderat spricht sich im Rahmen der Umsetzung des Bildungsreformpaketes auf Wiener Landesebene für die Beibehaltung und Stärkung des Grundsatzes der Wahlfreiheit für Eltern und Schüler bei der Entscheidung in Bezug auf den Schultyp und die Nachmittagsbetreuung aus. Das war aber noch lang nicht alles, gerade beim Thema Bildung. Da steht zum Beispiel beim Bildungskapitel: Wien setzt sich ein, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Regelunterricht in der Volksgruppensprache vermehrt unterrichtet werden kann. Ja, Mehrsprachigkeit ist nett. Aber was ist eigentlich mit den über 12.000 außerordentlichen Schülern, die im Wiens Pflichtschulsystem sitzen und dem Unterricht nicht folgen können, weil sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind? Warum geben wir diesen Kindern nicht die Chance, so einen Spracherwerb zu verinnerlichen, dass sie dann im Regelunterricht auch alle Möglichkeiten haben, den gelernten Unterrichtsgegenständen folgen zu können? Von Rot-Grün das berühmte Schweigen im Wald. Wir erlauben uns dahingehend, einen weiteren Resolutionsantrag einzubringen, unterstützt von Jurecka, Olischer, Schwarz und Kugler, betreffend nachhaltige Integration, verpflichtende Sprachklassenbesuch von Kindern, die die deutsche Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen. Der Gemeinderat der Stadt Wien spricht sich für die Einrichtung von verpflichtenden getrennten Sprachklassen außerhalb des Regelunterrichts am jeweiligen Schulstandort für jene Kinder aus, die aufgrund mangelnder Beherrschung der deutschen Unterrichtssprache dem Regelunterricht bis dato nicht folgen können. Das Einzige, was vielleicht eine gewisse Erneuerung im Bildungsbereich ist: Es gibt eine Bildungsanwaltschaft. Weg von den Beauftragten, sie heißen jetzt Anwälte. Man muss ihnen vielleicht noch sagen, sie sollen sich auf Twitter noch nicht über den Job freuen, wenn er eigentlich noch ausgeschrieben wird. Aber mein Gott, kleine Probleme kann es geben, wenn man neu im Geschäft ist. Das ist der Postenschacher, den Sie innerhalb einer Legislaturperiode zur Perfektion von Ihrem Koalitionspartner gelernt haben. Ich gratuliere ganz herzlich. Auf Seite 58 heißt es ja dann auch: Der Universitätsbeauftragte hat so großartige Arbeit gemacht, der muss unbedingt erhalten bleiben. Ich kann mich nur erinnern, es wurde vor einigen Monaten für den Forschungsstandort Wien etwas ganz Wesentliches erreicht. Professor Benninger bleibt in Wien, und das ist, glaube ich, zwei Herrschaften zu schulden. Wir alle, oder die, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, die wissen es. Der eine sitzt gelegentlich hier auf diesem Sitz, das ist der Bürgermeister der Stadt, der andere ist der Vizekanzler der Republik. Die beiden haben sich dafür stark gemacht, obwohl Wien ja einen Forschung- und Universitätsbeauftragten hat, der jetzt auch unbedingt verlängert werden muss. Michael Häupl sagte am Wochenende im Kurier: Mein Bedürfnis am Beauftragten ist beinahe null. Auch hier wäre es Teil des Koalitionsübereinkommens eine echte Novität, die mir gefallen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Sideletters stehen plötzlich im Raum, wo es 15 Aufsichtsratsposten geben soll. Dann sagt
die Kollegin Braunen, na, Side Letters gibt es nicht. Dann sagt der Herr Bürgermeister, na ja, Absprachen gibt schon. Dann sagt der Kollege Oksonitsch, na, ich weiß nichts. Gratuliere, das ist die Transparenz von Rot-Grün. Ich gehe davon aus, da steht ja mehr drinnen als die 15 grünen Aufsichtsratsposten. Und es würde die Wienerinnen und Wiener, davon bin ich überzeugt, durchaus interessieren, was sich die Regierenden ihrer Stadt für die nächsten 5 Jahre so unter der Stirn duchend ausgemacht haben, meine Damen und Herren. Jedenfalls more of the same. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit will ich beim Thema Verkehr gar nicht viel mehr sagen, als da machen Sie genau dort weiter, wo Sie geendet haben. Disharmonie. Sie haben es diesmal sogar geschafft, über den Koalitionspakt schon zu streiten, bevor er unterschrieben wurde. Das muss man ja erst einmal schaffen. Ansonsten Rückbau von Parkplätzen käme, Reduktion der Fahrtgeschwindigkeit käme. Jetzt sollen wir 23 Marie-Hilfer-Straßen für jeden Bezirk kriegen, Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung und so weiter und so fort. Tempo 30, lauter coole Sachen. Der Kollege Margolis, ja. Tempo 30 auf Durchzugstraßen, kommt es jetzt, kommt es nicht. Bürgermeister sagt, es kommt nicht. Warum steht es dann drinnen? Lobautunnel, ja oder nein? Ich kann nur sagen, wir wissen, wie wichtig, auch für den Wirtschaftsstandort und für die leidgeprüften Bewohner jenseits der Donau, eine 6. Donauquerung ist. Und wir bringen daher gemeinsam die Abgeordneten Jurecka und Olescher einen Antrag ein. Der Wiener Gemeinderat spricht sich für die definitive und zeitnahe Errichtung der 6. Donauquerung im Zuge der Vollendung des Regionsrings ums Wien aus. Der geplante Lobautunnel ist die prinzipiell und aktuell so bevorzugende Variante. Meine Damen und Herren, es ist leider nicht, wie vom Herrn Bürgermeister angekündigt, ein spektakuläres Papier voller Neuerungen. Es ist more of the same. Und die Stimmung in Wien, nicht nur, wie die Abstimmungsergebnisse ganz offensichtlich zeigen in den Fraktionen, sondern auch und vor allem bei den Bürgern draußen, lässt sich mit den 5 U beschreiben. Ungewissheit, Unsicherheit, Unbehagen, Unruhe und im höchsten Maße politische Unzufriedenheit. Anders gesagt, wie lange hält dieses papiergewordene Elend, das sicher nicht dazu geneigt ist, Wien in eine prosperierende, freie und selbstbestimmte Zukunft zu führen, wie lange hält das? Ich glaube nicht an volle 5 Jahre. Ich freue mich jedenfalls, gemeinsam mit meinen Kollegen, mit Leidenschaft und mit Überzeugung Oppositionspolitik zu betreiben. Denn die bürgerliche Revolution, die Gernot Blümel heute angesprochen hat, die Werte wie Freiheit, Eigentum und Eigenverantwortung, die brauchen jemand, der hilft, ihnen zum Durchbruch zu verhelfen. Und diese Werte müssen jeden Tag neu ausgefochten werden. Dazu sind wir bereit, darauf freuen wir uns. Vielen herzlichen Dank.